So, hallo allerseits, guten Tag. Ich möchte mit der Vorlesung beginnen, anknüpfen dort, wo wir beim letzten Mal geendet haben. Wir haben diesen Algorithmus und auch diese Folien beim letzten Mal schon mal ganz genau intensiv betrachtet, sind alles durchgegangen, was wir aber beim letzten Mal gegen Ende, als wir das betrachtet hatten, nicht mit berücksichtigt hatten, sind diese komischen Bilder hier. Einige von Ihnen kennen dieses Thema Automaten aus formalen Grundlagen der Informatik, beziehungsweise einige von Ihnen werden das kennenlernen. Andere, die nicht formale Grundlagen der Informatik als Pflichtfach haben, werden das hier mal begegnen, aber dann später nicht systematischer. Das ist aber kein Problem. Das, was ich hier dazu zu sagen habe, ist. Moment, ich glaube, ich muss da noch einen Ton ausmachen. So. Das, was ich hier dazu zu sagen habe, ist in sich selbst geschlossen. Sie brauchen keine Vorkenntnisse aus anderen Lehrveranstaltungen. Sie können das einfach verstehen als eine bildliche Darstellung von dem, was der Algorithmus macht. In jedem Moment hat der Algorithmus einen bestimmten Zustand, also die Ergebnismenge hat einen bestimmten Zustand, nämlich wo nach und nach die ganzen gefundenen Vorkommen des kleinen Suchstrings groß T in der großen Datei oder in der großen Sequenz groß S gesammelt werden, so nach und nach. Aber was uns hier insbesondere interessiert, ist der Zustand der zusätzlich eingeführten Variable klein q. Nochmal zur Erinnerung, was beinhaltet die Variable klein q? Was ist die Semantik? Was für ein Wert steht da drin? Das ist in jeder Iteration, in jedem Durchlauf durch die Schleife, die längste Länge eines Kandidaten bis dahin. Wir hatten uns beim letzten Mal intensiv damit befasst, dass der einfache Algorithmus verwaltet einfach die Gesamtmenge aller Kandidaten. Und das ist gar nicht nötig, denn der einzige Kandidat, um den es geht, ist der längste. Der könnte potenziell, wenn er so lang geworden ist wie Groß T, der könnte potenziell tatsächlich ein Vorkommen von Groß T in Groß S sein. Die anderen Kandidaten, die noch nicht so lang sind, die erst später dazu gekommen sind, die braucht man sich gar nicht anzugucken. Und man muss sich eigentlich auch den Kandidaten selber nicht angucken, den längsten Kandidaten, sondern nur seine Länge. Wenn diese Länge gleich der Länge von Groß T ist, dann haben wir ein Vorkommen gefunden. Wenn nicht, dann ist der längste Kandidat einfach noch ein Kandidat und mehr nicht. Und was wir schon festgestellt haben, ist, dass diese Zahl Q, deren Wechsel hängt natürlich immer davon ab, was in dem Moment hier für ein Zeichen gelesen wird in Groß S. Aber eigentlich die Tabelle, die wir dafür brauchen, die Übergangstabelle, die hängt überhaupt nicht von Groß S ab, sondern diese Abhängigkeit von Groß S ist in den vier, hier in diesem Fall vier verschiedenen Spalten, die vier verschiedenen Buchstaben kodiert. Mit der Logik, wenn der Wert Q einen bestimmten dieser vier möglichen Werte hat, von 0 bis zur Länge von Groß T. Größer kann Q natürlich nicht werden. Kein Kandidat kann länger werden als Groß T selbst. Und wenn das nächste zu lesende Zeichen, auf dem jetzt der Algorithmus steht, hier, also einer von denen ist es natürlich, und dann schaut man hier, dieser Wert von Q, in dem Fall am Anfang 0, und das gelesene Zeichen, und hier findet man in dieser Übergangstabelle den Wert, den Q danach annehmen wird. Und das ist nichts anderes hier als nochmal mit diesem Zustandsautomaten grafisch visuell dargestellt. Sie haben diese vier Zustände, die Q einnehmen kann. Vier verschiedene Werte kann Q einnehmen. 0, 1, 2 oder 3. Das sind die vier Zustände. Der längste Kandidat kann Länge 0 haben, das heißt, wir haben momentan gar keinen Kandidaten. Der längste Kandidat kann Länge 1 haben, 2 oder 3, haben wir beim letzten Mal gesehen. Und wir sind jetzt gerade in der Situation, am Anfang hat Q den Wert 0, wir lesen ein G und dieses Bild sagt,
0 ist der aktuelle Zustand. Dieser Pfeil, an dem steht das G dran. Also dort, wo dieser Pfeil hinzeigt, Zustand 1, ist der nächste Zustand. Und die Logik setzt sich einfach fort. Es ist einfach nur die Übergangstabelle in so einen Zustandsautomaten übertragen. Die vier Zustände, 0, 1, 2, 3, sind hier diese vier Zustände. Und von jedem gehen hier mehrere Pfeile aus, je nachdem, was als nächstes gelesen wird. Zustand 1, ein A wird gelesen. Wir haben immer noch einen Kandidaten. Der hat jetzt Länge 2, nicht mehr Länge 1, derselbe Kandidat. Also steht hier eine 2. Hier weiter, Zustand 2, ein G wird gelesen, Zustand 3. Und damit haben wir ein erstes Vorkommen gefunden, nämlich da, wo dieser Kandidat begonnen hat. 3 minus die Länge von t plus 1 ist das, der Anfang dieses Vorkommens. Wenn wir hier bei Position 3 gerade stehen. Und hier geht das jetzt weiter. Zustand ist 3, ja, diese Zeile. Was wir lesen, ist ein G, diese Spalte. Wir lesen hier die 1 ab. Wir können genauso gut hier die 1 ablesen. Zustand 3, Zeichen G, kommen wir zu Zustand 1. Und das ist die ganze Logik, die können wir fortführen. Zustand 1, jetzt ist ein I eingelesen worden. Das Zeichen, das jetzt eingelesen ist, ist ein I. Aber es ist eigentlich egal, ob es ein I oder ein N wäre. Deshalb finden Sie an diesem Pfeil sowohl ein I als auch ein N abgetragen. Denn in beiden Fällen ist es dieselbe Zustandsänderung, nämlich wieder zurück nach 0, weil wir keine Kandidaten mehr haben. Ja, I ist in keinem einzigen, kommt nicht vor in Groß T. Das heißt also, sämtliche Kandidaten sind kaputt. Wir haben keine Kandidaten mehr. Und so geht die Logik weiter. Hier noch ein interessanter Punkt. Wenn wir bei Zustand 0 sind und kein G lesen, kein G wie Golf, sondern A wie Alpha, I wie India oder N wie November, dann haben wir hatten vorher keinen Kandidaten, vorher war Zustand 0. Die einzige Möglichkeit, einen neuen Kandidaten zu bekommen, ist, wenn wir ein G lesen, G wie Golf, ist aber nicht der Fall. Wir lesen etwas anderes und das bleibt dabei, dass wir keinen Kandidaten haben, dass der längste Kandidat leer ist, eine leere Zeichenkette, also Länge 0 hat. Und jetzt sind wir wieder da, wo wir am Anfang auch schon waren, von 0 nach 1 mit einem G, von 1 nach 2 mit einem A, von 2 nach 3 mit einem G und von 3 nach 2 zurück wieder. Weil in dem Fall, hier sehen Sie es wieder, wir hatten vorher Länge 3, das heißt ein G, Zeichen 2, Zeichen A wird eingelesen, das heißt also, es ist korrekt, jetzt auf die 2 zurückzugehen und nicht wie vorher noch weiter zurück. Und von hier aus, wir sind eben mit dem A von 3 nach 2 gegangen und gehen jetzt wieder mit dem nächsten eingelesenen G von 2 nach 3. Und sind damit zu Ende. Das ist der Grund, dieses Gebilde ist der Grund, warum der Algorithmus so heißt. Basierend auf finiten Automaten, auf endlichen Automaten. Das ist ein Automat, Zustände, einzelne Zustände und eine Vorschrift. Wenn als nächstes diese oder jene Information reinkommt, dann wechselt der Automat von diesem Zustand in einen anderen Zustand. Das ist ein Automaten sind ein universelles Beschreibungsmittel in der Informatik. Denken Sie an so ganz einfach, also alles was mit Prozesssteuerung zu tun hat oder mit Nutzerschnittstellen. Ja? Die Nutzerschnittstelle ist in einem bestimmten Zustand, zum Beispiel, dass jetzt erwartet wird, dass Sie eine Eingabe machen. Und je nachdem, welche Eingabe Sie machen, geht das ganze Programm in einen jeweils anderen Zustand über. Es ist sinnvoll, so etwas als Automaten zu beschreiben. Das werden Sie später im Studium dann wiedersehen. Fragen an dieser Stelle? Ich sehe keine Fragen. Dann können wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema. So, den muss ich mal killen.
So. Ich bitte um Nachsicht, dass das Ganze ein bisschen unaufgeräumt hier erscheint. Ich bin leider ist gestern die Hardware ausgefallen, die ich sonst benutze. Ich habe jetzt eine Ersatzhardware und hatte nicht allzu viel Zeit, daran herumzubasteln. So, das muss ich wieder ein bisschen größer machen, damit Sie das erkennen, worum es hier eigentlich geht. Falls Sie nicht deutlich bessere Augen haben als ich, so groß sollte es jetzt eigentlich auch nicht sein. Nee. Also Sie sehen, ich muss mich erst noch an die Hardware hier gewöhnen. Ich glaube, das Beste wäre hier wieder, genau, die Schriftgröße einfach zu ändern. Dann passt es. So, was sehen Sie hier? Was wir noch nicht besprochen haben, ist, wie diese Übergangstabelle am Anfang aufgebaut wird. Bevor der Algorithmus anfängt, sich diese große Datei oder was es ist, Groß S anzuschauen, um da drin die Vorkommen von Groß T zu finden, wird Groß T alleine hergenommen, um die Übergangstabelle aufzubauen. So, was passiert hier? Also wir nehmen wieder an, dass die Indexbereiche mit 1 beginnen, im Gegensatz zu Java. Ich bin hier ein bisschen inkonsistent. Das können Sie natürlich auch immer erreichen, indem Sie ein Array oder Ähnliches einrichten mit einer Komponente mehr. Und die Komponente mit Index 0 vergessen Sie einfach. Dann haben Sie auch Ihre Indizierung von 1 bis Gesamtlänge, statt von 0 bis Gesamtlänge minus 1. So, schauen wir, bevor wir hier hochkommen zur Initialisierung, schauen wir erstmal hier hin. Wir berechnen eine Tabelle, eine, wenn Sie wollen, beispielsweise in Java ein zweidimensionales Array oder auch andere Datenstruktur. Und was Sie hier sehen ist, dass die Berechnung wirklich elementweise, zellenweise passiert. Diese beiden Vorschleifen gehen über alle Zellen. Jede Zelle wird für sich genommen berechnet in der Übungstabelle. Und was hier passiert ist, das will ich jetzt nicht im vollen Detail erläutern, aber so weit, dass Sie dann in der Lage sind, das dann auch noch mal im stillen Kämmerlein selber nachzuvollziehen und zu verstehen, dass dieses Stück Java-Code tatsächlich das tut, was es soll, beziehungsweise es ist angedeuteter Java-Code, weil das hier zum Beispiel ist ja noch nicht so richtig Java. Also ich erlaube mir hier ein paar künstlerische Freiheiten. So, was wir für jede Zelle machen, ist das hier. Und was machen wir hier? Was ist die Idee dahinter? Was ist die Logik, die wir hier anwenden? Wir gucken uns zuerst an, ob die Länge von Groß T passt, also ob der Wert, der herauskommt, wirklich die Länge von Groß T ist, hier in dieser Übergangstabelle. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir feststellen, das passt nicht zusammen, dann gucken wir uns als nächstes an, einen Zähler kleiner, die Länge von Groß T minus 1, ob das zusammenpasst. Wenn das nicht passt, dann probieren wir es nochmal eins kleiner, ob die Länge von T minus 2 die richtige Zahl ist, die in diese Zelle der Tabelle reinkommt und so weiter und so fort, bis wir entweder feststellen, ja, wir haben hier die richtige Übereinstimmung von den Zeichen oder irgendwann kommen wir bei 0 an und stellen fest, wir haben keinerlei Übereinstimmungen von den Zeichen gefunden, es gibt keine Kandidaten. Also andersrum gesagt, der Wert von Q, die Länge des längsten Kandidaten, kann irgendein Wert sein zwischen 0 und der Länge von Groß T. Hatten wir mehrfach festgestellt. Und wir probieren jetzt einfach ganz primitiv alle diese Zahlen aus. Erst die Länge von Groß T, ob das der richtige Wert für Q ist an dieser Stelle für diesen Eintrag oder eins kleiner oder eins noch kleiner. Und das erste Mal, wenn wir feststellen, diese Länge passt, das ist die Länge eines Kandidaten,
hören wir auf. Denn weil wir eben von oben nach unten gegangen sind, mit der Länge von Groß T begonnen, immer weiter, immer kleiner gegangen sind, ist das erste Mal, wo es passt, dass das die Länge eines Kandidaten ist, auch das größte Mal, wo es passt, dass das die Länge eines Kandidaten ist. Das ist die ganze Logik dieses Algorithmus. Und zwar beginnen wir im Prinzip, K ist diese Länge, die wir schrittweise von Groß T beginnend immer kleiner uns angucken. Das heißt, im Prinzip ist K gleich, fangen wir an mit der Länge des gesuchten Strings Groß T. Aber wir müssen noch den Fall betrachten, dass wir noch gar nicht so weit so weit gekommen sind in Groß T, dass das überhaupt diese Länge in Frage kommt. Deshalb müssen wir hier noch das Minimum nehmen von J plus 1 für den Fall, dass das J hier in der Schleife, also die Zeile, in der wir gerade sind, in der Übergangstabelle, dass die noch nicht so groß ist, dass wir überhaupt mit T beginnen können, sondern J plus 1 kann das Größte sein, was überhaupt passieren kann in der Zeile J. Ja, Sie können von der Zeile J, wenn Sie sich vorstellen, ein Eintrag in der Zeile J kann niemals größer als J plus 1 sein, weil Sie ja höchstens den längsten Kandidaten um 1 erhöhen können in einem Schritt. Also fangen wir hier mit J plus 1 an, wenn das kleiner ist als die Länge von T, und das erreichen wir durch die Minimumsbildung von beiden. So, und hier machen in dieser While-Schleife passiert das, was ich eben gesagt hatte, dass sie schrittweise das K hier verkleinern, so lange, bis es passt. Natürlich auch nur so lange, wie das K nicht 0 ist. Wenn das K 0 ist, geht die Schleife zu Ende und es bleibt, der Wert dieser Zelle ist nicht gesetzt worden, das heißt, bleibt bei 0, wie es ursprünglich initialisiert wurde. Und das ist auch richtig. So, aber solange diese Zahl K größer 0 ist, prüfen wir einfach, ob, wenn Sie, ob es jetzt einen Kandidaten gibt, der tatsächlich die Länge K hat, indem Sie einfach das Anfangsstück von Groß T hernehmen und das Endstück von der Stelle zurück gesehen mit dem Zeichen C, was Sie jetzt gerade hier in der Mache haben, ob dieses Anfangsstück von Groß T dasselbe ist wie das, was Sie in Groß T in den letzten Zeichen gesehen haben. Wenn das der Fall ist, dann haben wir einen Kandidaten gefunden. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir keinen Kandidaten gefunden. Und wenn wir diesen Kandidaten gefunden haben, dann setzen wir das K entsprechend so als die Länge des längsten Kandidaten. Und mit Break gehen wir der Einfachheit halber hier aus der Schleife raus. Also genau gesagt aus der inneren Schleife heraus. Denn wir haben den richtigen Wert in diese Zelle hineingesetzt. Wir brauchen diese Zelle nicht mehr zu betrachten. Wir können zur nächsten Zelle gehen. Ist vielleicht nicht ganz einfach zu verdauen. Machen Sie sich vielleicht die Gültigkeit dieses Vergleichs, dass das der richtige Vergleich ist, machen Sie sich das anhand eines von Beispielen mit Stift und Papier selber klar. Nehmen Sie sich vielleicht das Beispiel her, was wir in den Folien haben. Nehmen Sie sich auch selbstgebastelte Beispiele vielleicht her. Ich hatte letztes Mal, glaube ich, auch erwähnt, Extrembeispiele, wo S und T die Form haben, GA, 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 GA und so weiter und so fort. Nehmen Sie sich sowas mal als Beispiel her, um zu prüfen,
ihr Verständnis daran zu entwickeln, warum das der richtige Vergleich ist. Also ich bin mir sicher, dass es leicht zu verstehen ist. So, das ist dann noch der Nachtrag. Und ich würde gerne auf etwas zu sprechen kommen. So, jetzt muss ich das ein bisschen hier rüberziehen. So, auf etwas zu sprechen kommen, was Sie in der Linksammlung sehen in Moodle, was wir bis jetzt hier in der Vorlesung noch nicht betrachtet haben, nämlich das Wiki, englischsprachiges Wiki, was die Bibel ist für unsere Vorlesung AUD hier, wo alles, was wir hier besprechen, systematisch in formaler, mathematischer, präziser, hoffentlich präziser Notation kurz und bündig dargelegt ist, sodass Sie das immer als Nachschlagewerk verwenden können, um sicherzugehen, dass Sie das, was hier in der Vorlesung behandelt wird, richtig verstanden haben. Richtig im Sinne von, so wird auf der Basis wird auch in der Klausur korrigiert, beispielsweise. Ja? Also wir reden hier von Dingen, die nicht hundertprozentig normiert sind, die nicht hundertprozentig vereinheitlicht sind. Verschiedene Quellen, auch verschiedene Lehrbücher definieren das eine oder andere ein bisschen anders. Jeder so ein bisschen anders. Aber man muss sich auf irgendwas festlegen, wenn man hier so eine Lehrveranstaltung, insbesondere in den niedrigen Fachsemestern, ausrichten will. Und das, wonach wir uns hier richten, ist hier in diesem Wiki festgelegt. So, Sie sehen, für jede Problemstellung gibt es eine Seite. Das ist die Problemstellung, von der wir jetzt hier zum Schluss geredet haben, auch zum Schluss vom letzten Mal gesucht. Sie haben einen großen String S und einen meistens kleineren, deutlich kleineren String T gegeben und so suchen alle Vorkommen von T in S. Das ist hier gegeben. Und Sie sehen, wie sowas immer aufgebaut ist. Sie haben bei jedem algorithmischen Problem haben Sie eine Eingabe und Sie haben eine Ausgabe, ein Input und ein Output. Das konstituiert einen Algorithmus, dass er einen Input bekommt, dann kräftig rechnet und nach gewisser Zeit fertig ist und einen Output zurückliefert. So, was ist der Input? Zwei geordnete Sequenzen, S und T, wo ich gleich hier die Gelegenheit nutze, um den Längen dieser Sequenzen jeweils einen Namen zu geben, N und M. So, was soll rauskommen? Dieses R als Resultat ist uns begegnet, eine sortierte Sequenz. Sie sehen, dass das blau ist. Das ist nochmal Hintergrundinformation, wie exakt eine Sequenz oder eine sortierte Sequenz hier definiert ist. Ist nicht unbedingt Stoff der AUD, wird nicht in dem Sinne auch in der Klausur oder so abgefragt, kann in den Testatsaufgaben, in den theoretischen Übungsaufgaben thematisiert werden. Dann haben Sie die Aufgabe, da das eine oder andere Mal selber nachzuschlagen und zu verstehen und in der Testatsituation dann Ihr Verständnis zu zeigen. Aber ansonsten ist das sozusagen ein Nachschlagewerk für Sie, um nochmal zu schauen, ja, was ist denn eine sortierte Sequenz eigentlich oder eine geordnete Sequenz? Eine geordnete Sequenz ist einfach irgendwelche Zeichen in diesem Fall es müssen ja nicht mal Zeichen sein, es kann alles, das Ganze ist, die ganzen Algorithmen hier sind anwendbar auf jeden möglichen Komponententyp in S und T. Könnte alles Mögliche sein. Alles, was benötigt wird, ist, dass man testen kann, sind zwei solche Werte gleich oder sind sie ungleich? Ja? Ich habe das hier mit Zeichen gemacht. Es könnten genauso gut Zahlen sein. Es könnte alles mögliche andere sein. So, und rauskommt eine sortierte Sequenz von ganzzahligen Werten, die sich in dem Indexbereich von S alle aufhalten. Sortiert heißt, das war die Forderung, wir wollen die Vorkommen aufsteigend sortiert in der Resultatemenge haben, was wir durch die beiden Algorithmen automatisch bekommen, die wir betrachtet haben.
weil die ja aufsteigend durch die Zeichen durchgehen. So, und wir haben ein Zeichen, wir haben einen Index I in der Resultatemenge. Hier, typische englische Formulierung, if and only if, genau dann wenn. Was steht hier in der zweiten Zeile? Was hier steht, erstmal hinter dem and, ist, dass die Zeichen von diesem i an beginnend die nächsten Zeichen genau die sind, die in t vorkommen. Das heißt also, mit i beginnend alle Zeichen identisch denen, die in t vorkommen. Mit i beginnend ist da ein Vorkommen von Groß T in Groß S. Das ist up and das, was hier steht. Das, was davor steht, ist einfach noch eine unmögliche Situation abzufangen, nämlich, dass das i so groß ist, dass ab i beginnend in S gar kein Vorkommen von T mehr sein kann, weil i so weit hinten in S ist, dass danach kein Platz mehr ist für T. Deshalb hier dafür gesorgt, dass das i nicht so groß sein kann, dass diese Zeichen, dass diese Indizes gar nicht mehr alle von S existieren. Machen Sie sich anhand von einem einfachen Beispiel klar, zu Hause mit Stift und Papier, dass das genau die richtige Bedingung ist, um dafür zu sorgen, dass das i nicht zu groß sein kann. So, Objective, die Zielsetzung, kommen wir später dazu. Wir werden später Beispiele betrachten, wo wir eine Zielsetzung, wo wir etwas minimieren oder maximieren wollen. Zum Beispiel im Navi wollen Sie die Fahrzeit minimieren von A nach B. Das wird ein Beispiel sein, was wir uns ansehen werden. Hier haben wir noch keine Zielsetzung. Keine Profite, die wir maximieren wollen, keine Kosten, die wir minimieren wollen. Complexity interessiert uns erst später und unter bekannten Algorithmen sehen Sie die beiden, die wir hier behandelt haben. Und damit ist diese Seite schon zu Ende. Eine kurze kleine Referenz, ein kurzes kleine Nachschlagemöglichkeit, um nochmal genau zu gucken, was ist in der Vorlesung mit dieser Problemstellung One-Dimensional String Matching eigentlich gemeint. So, jetzt muss ich hier so Verrenkungen machen. So, für jeden Algorithmus gibt es auch eine entsprechende Seite. Also ich hätte jetzt eben auch anklicken können, einfach in der Seite von eben, um da hinzukommen. Aber ich vertraue nicht dem WLAN hier im Audimax und deshalb habe ich die Seiten vorher hier schon mal zur Verfügung gestellt. Hier ist das algorithmische Problem bezeichnet, eindimensionales String Matching. Hier ist der Verweis auf das Video, von dem ich die Folien jetzt hier habe. Wenn ich hier drauf klicke, komme ich wieder auf die Seite zurück, auf der wir eben waren, wo dieses Problem beschrieben wurde. So, das Ganze sieht jetzt alles kompliziert aus. Ist es nur so lange, wie man es nicht verstanden hat. Ja, das ist doch eine gängige Erfahrung. Ich hoffe, eine Erfahrung, die Sie häufig schon gemacht haben. Wenn man es erst verstanden hat, ist es plötzlich alles ganz einfach. Ja, angefangen bei sowas wie Fahrradfahren bis hin zu höherer Mathematik. So, heute geht es, kann es nur darum gehen, dass Sie einen ersten Eindruck davon bekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sie sich jetzt in den Berieselungsmodus begeben sollen, das meine ich jetzt sicherlich nicht, aber dass Sie versuchen, mehr einen Eindruck als Details hier zu bekommen. So, der Typ des Algorithmus ist eine Schleife, davon hatte ich ja mehrfach geredet. Man kann es auch als Rekursion implementieren, aber die natürliche Implementation ist eine Schleife. Und diese Schleife geht über alle Zeichen in dem großen String Groß S. Hier sehen Sie, was Sie schon mal beim letzten Mal gesehen haben, diese Kandidatenmenge, auch wieder eine geordnete Sequenz von natürlichen Zahlen, wo wir die Kandidaten haben, die wir dann, wenn wir sie durchkriegen, nach R rüberspeichern in die Resultateliste oder irgendwann rausstreichen, wenn wir feststellen, es ist kein Kandidat mehr. So, Sie sehen jetzt hier etwas, was Sie verfolgen wird.
durch die gesamte AUD hindurch, auch darüber hinaus. Diejenigen von Ihnen, die FGDI3 zu hören haben, werden das dort auch wieder sehen, nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Wenn Sie es geschafft haben, sich auf diese Logik einzulassen, dann wird die AUD sehr leicht. Naja gut, okay, also irgendwie sowas Ähnliches wie leicht. Ich lasse mal offen, was genau das Wort leicht hier bezeichnet. Wenn Sie es nicht schaffen, sich auf diese Logik einzulassen, beziehungsweise sich gar nicht erst bemühen, auch das gibt es, dann müssen Sie damit rechnen, dass die AUD eine ziemliche Hürde für Sie ist, auch die Klausur zu bestehen. Ja, also hier geht es wirklich um ein grundlegendes Verständnis, um ein grundlegendes Konzept des Denkens in Programmieren, in Algorithmen. Etwas, was nicht nur mit Algorithmen zu tun hat, wie wir sie hier betrachten, sondern im Grunde mit jeder Schleife, der man nicht sofort ansieht, was sie tut, hat das zu tun. So, was hier steht, die Invariante besagt, was der Zustand ist zwischen zwei Durchläufen durch die Schleife, beziehungsweise am Anfang und am Ende. Ja, hier steht nach i-Iteration, nach i größer gleich 0-Iteration. Ja, also hier steht eine Aussage, ganz allgemein, was ist der Zustand der Variablen nach 357 Iterationen, nach 1.358 Iterationen und so weiter, bis ganz zum Schluss, bis zur letzten Iteration, aber auch bei der ersten Iteration, vor der ersten Iteration. Ja? Nach null Iterationen heißt ganz einfach unmittelbar vor der ersten Iteration. So, was steht hier? Das ist im Grunde ganz einfach. Es ist immer wieder das, was Sie in der Mathematik sehen, was Sie in der Informatik und in anderen Ingenieurswissenschaften sehen, was Sie auch beispielsweise in der Medizin oder im Jura, in der Rechtswissenschaft sehen. In dem Moment, wenn man die Dinge versuchen muss, präzise, unmissverständlich aufzuschreiben, wird diese Formulierung kompliziert und schwierig zu erfassen, schwierig zu verstehen. Aber in dem Moment, wenn man sich durchgekämpft hat und verstanden hat, was diese Formulierung meint, wird es hoffentlich wieder recht einfach. Denn was hier etwa steht, ist nichts anderes als das, in R sind in aufsteigender Reihenfolge alle bisher schon vollständig gefundenen Kandidaten drin. Also alle vollständig gefundenen Vorkommen drin. Genau die Startindizes von Vorkommen von TNS, die in dem schon gesehenen Teilstring bis zum Zeichen Nummer I vollständig drin sind. Die vollständig gefunden sind, werden nach I gespeichert und diese Invariante sagt nichts anderes, als dass das tatsächlich passiert. Man kann es auch umformulieren, die Startindizes nicht bis I, sondern nur bis I minus M plus 1, weil nur bis zu diese, das ist der letzte Index, wo noch ein vollständiges Vorkommen bis zum gesehenen Punkt I sein könnte. Und der zweite Teil besagt, was in der Kandidatenmenge drin ist, nämlich genau die Kandidaten, die noch nicht vollständig abgearbeitet sind. Alle Vorkommen enthält mindestens alle Vorkommen von T, die teilweise aber noch nicht vollständig gefunden sind. Und das kann man auch wieder mit den Startindizes ausdrücken. Das können Sie sich an einem Beispiel überlegen, dass das genau die Startindizes sind.
Die Variante ist meistens bei uns hier in der AOD sehr einfach. Meistens nicht komplizierter als das, dass i in jeder Iteration um 1 erhöht wird, dass wir immer zum nächsten Zeichen übergehen im großen String S. Und also es wird schon noch, glaube ich, Situationen geben, in die Variante, wo die Variante ein bisschen komplizierter ist, aber im Allgemeinen ist sie nur das. Das ist das, was von einer Iteration zur nächsten sich ändert. Also invariant, das, was wir ganz generell für die Situation zwischen zwei Durchläufen der Schleife sagen können. Was sozusagen, Sie können sich das vorstellen als die Beschreibung eines Schnappschusses. Das Programm, der Prozess, der das Programm ausführt, ist genau zwischen zwei Durchläufen der Schleife. Schnappschuss. Was sind die Werte in den einzelnen Variablen? Und die beiden Variablen, um die es hier geht, sind die Liste R und die Liste I. Und diese beiden Teile der Invariante beschreiben, was für Werte da eben genau drin sind. Und hier die Variante beschreibt, was genau sich ändert. Hier ist die Abbruchbedingung, wenn wir am Ende von S angelangt sind. Wir könnten natürlich auch vorher schon enden, weil wir wissen, ab einem gewissen Punkt passt einfach kein Vorkommen von T in S mehr hinein. Von diesem I angehen, dann könnten wir es eigentlich schon so mehr oder weniger beenden, je nachdem, wie die aktuelle Kandidatenmenge aussieht. Aber um auf der sicheren Seite zu sein, sagen wir einfach, wenn S vollständig durchlaufen ist, dann bricht die Schleife ab. Ja, eine abstrakte Beschreibung der Schleife. So. Ja? I größer M muss vorausgesetzt werden. Wo? Hier? Ich wüsste nicht, warum I größer M an dieser Stelle vorausgesetzt werden muss. Okay. Ah, ich sehe schon. Da, danke für den Hinweis. Die Formulierung muss leicht überarbeitet werden. Sie haben voll und ganz recht. Wenn i zu klein ist, dann ist das hier gar nicht definiert. Muss ich entsprechend nochmal, werde ich jetzt nicht machen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die WLAN-Verbindung funktioniert, werde ich im Nachgang doch nochmal abändern. Hier muss dann natürlich das Minimum von diesem Wert und 0, nee, und 1. Was denn jetzt? Ach nee, warten Sie mal. Halt, halt, halt. Kommando zurück. Jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt, aber das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Folgendes. Das kennen Sie vielleicht aus der Mathematik. Wenn Sie eine Sequenz haben, wo der erste Index größer ist als der letzte Index, dann ist Konvention in der Mathematik, dass damit die leere Sequenz beschrieben wird. Genauso, wenn Sie zum Beispiel eine Summe haben, groß Sigma, Summe von 1 bis 0 oder Summe von 3857 bis 0. Der zweite Index ist kleiner als der Startindex ist größer als der Endindex. Per Konvention ist diese Summe 0. Leere Summe. Über eine leere Menge von Summanden wird summiert. Und genau ist die Konvention auch hier. Wenn i zu klein ist, sodass i minus m plus 1 kleiner gleich 0 wird, dann ist per Konvention diese Sequenz leer. Das heißt, enthält eine leere Sequenz. So ist die Logik. Und dann passt es auch wieder. Aber ich kann mich erinnern, dass das schon mal letztes Mal oder irgendwann gefragt wurde in der Vorlesung. Also guter Hinweis. So, wir gucken uns noch ein bisschen mehr dazu an. Sie sehen jetzt so böse Worte, was mit vollständiger Induktion zu tun hat. Sie kennen die vollständige Induktion aus der Mathematik, so vom Wegschauen. Vollständige Induktion heißt im Englischen einfach Induction. Ist ein bisschen
Ungeschickt, weil unvollständige Induktion auch im Englischen Induction heißt, aber ist halt erstmal so. So, Induction Basis, das kommt daher, wir werden hier den Algorithmus selber und den Beweis, dass der Algorithmus korrekt ist, als eine Einheit sehen. Ja, Sie kennen das aus der Mathematik, ein Theorem, ein Satz wird gesagt und danach kommt Beweis, irgendwann bis Beweisende. Trennung, die Aussage und der Beweis der Aussage. Und meistens, kann ich nachvollziehen, führt das dazu, dass man den Satz sich durchliest und den Beweis nicht. Hier werden wir beides als eine Einheit sehen, denn das Ziel muss in der Informatik immer sein, den Code, den man schreibt, oder die algorithmischen Konzepte, aus denen man den Code macht, und die Korrektheit, sich selbst zu überzeugen und auch andere zu überzeugen, dass das, was man da sich ausgedacht hat, korrekt ist, das als eine Einheit zu sehen. Das wird ein Anspruch werden, den Sie werden erfüllen müssen, der Ihnen dann aber im weiteren Studium und ich denke mal auch darüber hinaus sehr von Nutzen sein wird. So, wenn Sie eine Schleife haben, dann wird die Korrektheit grundsätzlich immer mit vollständiger Induktion bewiesen. Am Anfang, vor der ersten Iteration, müssen Sie die Variablen, um die es in der Invariante geht, R und I, also die Variablen, auf denen die Schleife arbeitet, müssen Sie richtig initialisieren, sodass am Anfang die Invariante gültig ist. Wie ist am Anfang die Invariante gültig? Indem Sie hier R enthält alle vollständig gefundenen Kandidaten, I enthält alle unvollständig gefundenen Kandidaten und am Anfang, bevor Sie sich auch nur ein einziges Zeichen gesehen haben, haben Sie weder einen vollständig gefundenen Kandidaten noch einen unvollständig gefundenen Kandidaten. Sie haben also sinnvollerweise zwei leere Listen. Wenn Sie R und I als leere Listen initialisieren mit Flush oder bei Java oder ähnlichem, dann ist die Invariante vor der ersten Iteration erfüllt. R und I enthalten trivialerweise alle bis dahin, bevor Sie ein einziges Zeichen angeschaut haben, alle bis dahin gefundenen, vollständig gefundenen bzw. unvollständig gefundenen Kandidaten. So, hier leiste ich mir mal öfter mal das, was Sie aus der Mathematik kennen, nicht? Das ist OBDA trivial oder solche Formulierungen. Ich denke, in dem Fall ist das kein Problem und es ist wirklich auch nichts hier zu beweisen. Es ist offensichtlich, dass das die Invariante erfüllt. So, Induktionsvoraussetzung ist die Invariante, Induktionsbasis ist, die Invariante ist vor der allerersten Schleifendurchlauf unmittelbar davor erfüllt. Induktionsschritt ist unter der Annahme, dass die Invariante vor der gerade betrachteten Iteration vor dem betrachteten Durchlauf unmittelbar davor erfüllt ist, zu zeigen, dass sie auch unmittelbar danach erfüllt ist. Und ich will jetzt hier nicht in die ganzen Details reingehen. Ich habe das mal sehr ausführlich hier gemacht, sodass Sie das, wenn Sie interessiert, sich genauer ansehen können, wie das aussehen würde, wenn man es richtig ausführlich macht, wenn man nicht überall obvious und trivial und so weiter schreibt. Aber belassen wir es hier. Was machen wir in jeder Iteration? Wir gucken uns für jeden Kandidaten an, ob er immer noch ein Kandidat ist oder ob das letzte neu gelesene Zeichen diesen Kandidaten kaputt macht. Und wenn er den kaputt macht, dann löschen wir diesen Kandidaten aus der Kandidatenmenge. Das ist dieser erste Teil. Und der zweite Teil ist,
wenn wir feststellen, also drei Teile hier, 2, 1, wenn wir feststellen, dass das jetzt eingelesene Zeichen zufällig das erste Zeichen ist von Groß T, dann haben wir einen neuen Kandidaten gefunden, den fügen wir in die Kandidatenmenge ein. Und hier dritte Sache, die wir zu beachten haben. Wenn wir eine nicht leere Kandidatenmenge haben, wenn wir Kandidaten haben, nicht, das finden Sie hier vorne, und wenn wir einen Kandidaten dabei haben, den vordersten, wir sortieren, sie sind, die Elemente sind ja sortiert, wenn der vorderste Head-Element, Kopfelement, wenn der vorderste Kandidat diesen Wert hat, dann heißt das, der vorderste, der Kandidat hat gerade die Länge von Groß T und ist damit ein vollständig gefundener Kandidat. Also hängen wir den hinten am Schwanz von R, muss das hier heißen. Nee, hier. Also hier, Entschuldigung, ich bin an der zweiten Seite. Also Schwanz im Sinne von Schlange. Kopf und Schwanz im Sinne von Schlange, nicht in irgendwelchen anderen Sinnen. Wird ein vollständig gefundener Kandidat wird aus der Kandidatenliste entfernt und an die Resultateliste angehängt. Und wie man das implementiert, ist wieder offensichtlich. Was Sie hier sehen, ist mit diesem Abstract View eine abstrakte Sicht auf das, was in einer Iteration, in einem Durchlauf durch die Schleife passieren muss, woran man alles denken muss. Und das dann in irgendeine Programmiersprache zu übersetzen, sei es Java, sei es Assembler oder was auch immer, ist dann mehr oder weniger offensichtlich. Okay, bei Assembler ist noch einiges zu tun, aber das sind jetzt keine algorithmischen Betrachtungen mehr. Also offensichtlich heißt, das müsste auch ein Fachinformatiker auf jeden Fall im so und so vielten Ausbildungsjahr hinbekommen. Dafür braucht man jetzt keine akademischen Betrachtungen mehr. So, das Weitere will ich hier gar nicht schauen. Gucken wir uns noch den zweiten Algorithmus an, den ich hier eben abgeschlossen hatte. Wir hatten 15:20 Uhr angefangen, das heißt 16:50 Uhr hören wir auf. Okay, habe ich noch ein bisschen Zeit. Der zweite Algorithmus, da sehen Sie den Unterschied. Wir haben Auxiliary Data, hätte ich vergessen eben zu sagen, Hilfsdaten im Englischen. Das finden Sie alles immer in jedem Wörterbuch. Das Auxiliary, eben das Präfix Hilfs im Deutschen ist Hilfsdaten, Auxiliary Data. So, eine maximale Kandidatenlänge, ein maximales Präfix des Strings von Groß T, was bisher gefunden ist, das ist unser Q. Und diese Lookup-Table, mit der wir hier so zugange waren. Und hier wird einfach beschrieben, also erstmal, wir haben eine Spalte für jedes Zeichen im Alphabet und wir haben eine Zeile für jeden Wert 0 bis Länge des Suchstrings. Und hier sehen Sie Required Semantics. Hier steht, was jede Zelle der Lookup-Tabelle für eine Bedeutung haben soll, was der Wert besagt, der da drin steht. Und das ist jetzt genau das nochmal, was wir hier gesagt hatten vorher. Die Zelle mit Index J und Zeichen C ist die Länge des längsten Präfixes von T, der auch ein Suffix von dem ist, was bisher bis T, von T gesehen worden ist, bis dahin und dem neuen eingelesenen Zeichen. Also das, was Q als nächster Wert sein soll, falls C das Zeichen ist, was als nächstes gelesen wird. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, machen Sie sich klar, anhand eines einfachen Beispiels oder anhand von mehreren Beispielen, dass diese Logik, der Vergleich dieser zwei Teilstrings, die richtige Logik ist, um festzulegen,
welcher Wert in dieser Zelle stehen muss. So, Sie sehen hier jetzt wieder die Invariante, wieder aus zwei Teilen, eine Aussage über die Resultatemenge, das ist die identische Aussage wie eben auch. R enthält die Startindizes aller bisher vollständig gefundener Vorkommen von Groß D in Groß S. Und das sind genau die Startindizes, wenn wir gerade an der Stelle I stehen, in diesem Indexbereich. Eben beim einfachen Algorithmus, da haben wir ja eine Kandidatenmenge Groß I verwaltet. Jetzt verwalten wir stattdessen nur noch diesen einen Zahlenwert klein q. Und was soll da sein? Das soll der größte Wert k sein, sodass das, was bisher hier in den letzten Zeichen von s gefunden wurde, gleich dem entsprechenden Präfix von t ist. Also die längste Länge k, sodass das ein Kandidat ist, der Länge k. Hier wird noch ein bisschen erklärt, um den Sinn und Zweck dieser zweiten Teils der Invariante einzusehen. Hier noch ein paar mehr Erklärungen dazu, warum das jetzt hier die richtige Gleichung ist. Das ist äquivalent dazu, zur informellen Aussage, dass das hier die letzten gesehenen Zeichen von S ein Kandidat sind. So, auch hier Induction Basis. Was muss passieren vor der ersten Iteration an Initialisierung? Q wird auf 0 gesetzt, haben wir gesehen. Die Resultatemenge ist wieder leer. Und die Lookup-Table muss gebaut werden. Und hier sehen Sie nochmal eine etwas abstrahierte Fassung von dem halbwegs Java-Code, den ich Ihnen eben zugemutet habe. So, die Beweise können wir hier überspringen. Die sind der Vollständigkeit halber dabei. Wichtig ist das Verständnis. Und hier sehen Sie jetzt, was in einer Iteration passiert. Q updaten mit Hilfe der Lookup-Tabelle und testen, wenn Q gerade die Länge von Groß T ist, dann haben wir ein neues Vorkommen gefunden. Das heißt, der Startindex wird hinten angehängt. Tabelle evaluieren, um das neue Q aus dem alten zu berechnen, bei gegebenen neu eingelesenen Zeichen. Und wenn Q gerade die Länge von Groß D ist, hinten den Startindex anhängen. So, Beweis sparen wir uns jetzt hier auch wieder alles. Können Sie sich, wenn es Ihnen interessiert, genauer ansehen. So, damit bin ich jetzt mit meinem Ausflug in dieses trockene Wiki erst einmal hier wieder zu Ende. Ich möchte das Ganze, was es hier mit dem Wiki auf sich hat, mit diesen ganzen Invariante und Variante, damit müssen Sie sich vertraut machen, das müssen Sie verstehen, nicht heute unbedingt, aber diverse Übungsblätter helfen Ihnen dazu. Das ist die Grundlogik, wie man beweisen kann, dass ein Algorithmus funktioniert, dass er tatsächlich das tut, was er soll. Also ein Algorithmus halt eine Schleife, wir werden auch noch Rekursionen sehen. Ein Algorithmus heißt, hier haben wir jetzt ein Beispiel einer Schleife gesehen, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Die Invariante, oder gehen wir zuerst zur Variante. Wir haben eine Abbruchgebiete gesehen und eine Variante. In unserem Beispiel war das Beispiel haben wir hier auch, die Abbruchbedingung war, dass unser Laufindex i gerade am Ende von dem großen String s ankommt und die Variante ist, dass i um 1 erhöht wird und beides zusammen ergeben in diesem Fall recht offensichtlich, nicht immer so offensichtlich, aber in diesem Fall recht offensichtlich, beides zusammen ergibt die Konsequenz, der Algorithmus terminiert nach so und so viel Durchläufen durch die Schleife, das weitere
brauchen wir uns jetzt noch nicht zu befassen. Ja, also nochmal zurück. Das ist das allgemeine Schema. Der Algorithmus terminiert und hat ein gewisses Laufzeitverhalten. Dazu kommen wir später. Er terminiert erst einmal, weil die Variante schrittweise zur Abbruchbedingung führt. So, Variante und Abbruchbedingung zusammen beweisen, der Algorithmus terminiert. Was bei einer Vorschleife, bei einer Zählschleife offensichtlich ist, aber wann immer Sie eine While-Schleife oder eine Do-While-Schleife haben oder noch schlimmer mit Go-To irgendwie so tun, als ob Sie da eine Schleife haben, also irgendwie versuchen, eine Schleife zu simulieren, ist es nicht von vornherein trivial, dass diese Schleife tatsächlich keine Endlosschleife ist. Und dabei rede ich eben nicht nur von diesen Algorithmen wie hier in der AOD, da rede ich von jeder Schleife, der Sie nicht sofort ansehen, was die eigentlich tut. Der Sie dann auch nicht unbedingt ansehen können, dass sie tatsächlich terminiert. Wenn Sie sich selbst und andere auf einem mehr als nur intuitiven Bauchgefühlniveau davon überzeugen wollen, dass diese Schleife tatsächlich terminiert, ja, wenn Sie das auf einem verbalen, intellektuellen, kognitiven Niveau, akademischen Niveau, professionellen Niveau, sich selbst und andere davon überzeugen wollen, dass ihre Schleife terminiert, keine Endlosschleife ist, dann müssen sie, es bleibt gar nichts anderes übrig, eine Variante finden, etwas, was sich von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf ändert und nach endlich vielen Schleifendurchlaufen bei der Abbruchbedingung landet. Das ist in diesem Fall ganz einfach, haben wir gesehen. I wird um 1 erhöht und ist irgendwann dann mal so groß wie der große String. Der andere Punkt ist, jetzt wissen wir, wenn wir mit der Variante der Abbruchbedingung arbeiten, dann wissen wir also, der Algorithmus wird terminieren. Der andere Punkt ist, wenn der Algorithmus terminiert, dann soll er natürlich auch die richtigen Ergebnisse liefern. Und dafür sorgt die Invariante, dass die richtigen Ergebnisse geliefert werden. Was war die Invariante nochmal bei diesem Beispiel? Ganz informell gesprochen war die Invariante bei diesem Algorithmus, in R, in der Sequenz R, sind in aufsteigender Reihenfolge alle vollständig gefundenen Vorkommen. Und in Groß I sind alle bisher bis zu diesem Zeitpunkt noch unvollständig gefundenen Vorkommen. So, wenn jetzt die Abbruchbedingung erreicht ist, dann sind in R alle vollständig gefundenen Vorkommen bis zu diesem Endindex. Und dieser Endindex, bis zu diesem Endindex bezeichnet den gesamten String Groß S. Das heißt, am Ende des Algorithmus, wenn die Abbruchbedingung erreicht ist, sagt die Invariante automatisch, geht automatisch über in die Aussage, in R sind alle Vorkommen von Groß T in Groß S. Das, was wir haben wollen. Das ist jetzt bei dem Beispiel natürlich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Klar. Für das Beispiel brauchen wir uns da eigentlich nicht so viel zu überlegen, aber Sie können sich sicherlich vorstellen, nicht nur in der AOD, sondern darüber hinaus wird es auch Beispiele geben, bei denen das nicht so offensichtlich ist und wo es sehr, sehr sinnvoll für Sie ist, dass Sie sich an dieses Schema wieder erinnern. So, bleiben wir mal damit. Möchte ich diesen Punkt erst einmal beenden und ich möchte wieder zu schönen bunten Bildern kommen. Schön, oder? Ja, okay, ob meine Bilder schön sind, weiß ich jetzt nicht, aber es ist hoffentlich nicht mehr ganz so trocken wie das, was ich jetzt eben gesagt habe. Das, was ich jetzt eben gesagt habe, das wird für die theoretischen Testatsübungsblätter sehr, sehr wichtig werden und ich werde auch noch darauf wieder zu sprechen kommen. Aber zunächst mal Folgendes. Wir betrachten jetzt eine neue Problemstellung, die Sie vielleicht
woanders her kennen. Ich weiß nicht, ob sie in der FOP betrachtet wurde, wahrscheinlich schon, ist auch egal. Wenn sie in der Schule Informatik hatten, wurde es dort vielleicht auch betrachtet. Wir betrachten es hier ein bisschen genauer und ausführlicher, denke ich. Die Problemstellung heißt sortieren, aber wir werden sehen, dass Sortieren, das Sortierproblem verschiedene Ausprägungen hat, verschiedene Varianten hat. Und das, was wir jetzt erst einmal betrachten, hauptsächlich betrachten, ist eine bestimmte Variante, nämlich Sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen. Wenn Sie sich fragen, wie kann man sonst sortieren? Hä? Wie kann man sonst sortieren, wenn man nicht vergleicht? Wir werden sehen, dass das durchaus auch Algorithmen gibt, die nicht die Werte paarweise miteinander vergleichen, sondern etwas anderes machen. Da kommen wir dann später dazu. Nehmen Sie einfach erstmal hin, das, was Sie als ganz normales Sortierproblem ansehen, das nennt der Weihe hier erst einmal merkwürdigerweise sortieren, basierend auf paarweisen Vergleichen. Komische Schrullen hat er. Ist halt so. So, was ist die Problemstellung? Sie haben irgendwas Unsortiertes, so wie zum Beispiel Zahlen, müssen aber keine Zahlen sein, kann alles Mögliche sein. Und Sie wollen diese unsortierte Sequenz überführen in diese sortierte Sequenz. Exakt dieselben Zahlen, exakt dieselben Werte, nur in aufsteigender Sortierung. Nicht mehr so unsortiert. Ja, es sind genau dieselben Werte, das ist wichtig. Und Sie sehen, Duplikate erlauben wir hier auch. So, das ist ein Beispiel dafür, dass es natürlich beim Sortieren nicht immer um Zahlen geht. Hier geht es darum, Strings zu sortieren, und zwar nicht beliebig zu sortieren, sondern in der sogenannten lexikografischen Reihenfolge. Das heißt also in der Reihenfolge, in der Zeichenketten beispielsweise Suchschlüssel, Suchwörter in einem Wörterbuch oder falls Sie noch auf Papier mit Telefonbüchern zugange sind, wo die Nachnamen erst in dieser Reihenfolge sortiert sind und wenn zwei Nachnamen gleich sind, dann entsprechend die Vornamen nach derselben Logik sortiert sind. Also Sie sehen zum Beispiel, also wieder die sortierte Sequenz enthält dieselben Elemente wie die unsortierte Sequenz. Ich habe jetzt hier keine Duplikate drin, aber könnten natürlich auch sein. Und Sie sehen, Ball kommt vor Chrom, weil B vor C kommt. Ofen kommt vor oft, weil zwar O und O dasselbe ist und F ist auch dasselbe, aber E kommt vor T. Eben die ganz normale Reihenfolge, wie Sie sie aus Wörterbüchern und Ähnlichem her kennen. Auch das fällt darunter. Noch ein drittes Beispiel. Gut. Dieser Eintrag hier kommt vor dem Eintrag natürlich, weil H, Hanks kommt vor Mosby, H kommt vor M. Aber hier sehen Sie dreimal Mosby. Das heißt also, der Nachname ergibt keine Trennschärfe. Da gibt es jetzt den Unterschied zwischen Ted und Tom. Ted kommt vor Tom. Zwar ist T gleich T, aber E kommt vor O. Und hier sehen Sie zweimal Tom Mosby. Das heißt, der Nachname und der Vorname bringen keinen Unterschied. Dann kommt die Jahreszahl, die den Unterschied bringt. Wenn die auch keinen Unterschied bringt, ist es dann egal, in welcher Reihenfolge. Dann ist es hier in dieser Sortierreihenfolge einfach undefiniert, wer vor wem kommt. Kann man natürlich noch weiter treiben, noch weitere Kriterien hinzunehmen. Oder, was typischerweise gemacht wird, einen Primärschlüssel zu generieren, Ihre Matrikelnummer, Ihre Kontonummer, irgendwas, was halt eindeutig ist, was nur einmal vergeben wird, hoffentlich. Gut, das ist die Problemstellung. Also, ich glaube, dass den Webbrowser kann ich auch rausschmeißen jetzt. Also, wie gesagt, ich bitte um Entschuldigung, dass ich auf dieser Hardware mich nicht so richtig gut zurechtfinde. So, auch hier wieder die Schriftgröße erhöhen. Ich muss es an. Ich muss es angeben, wofür ich die Schriftgröße erhöhe. So,
So, wir werden hier sehr generisch an solche Dinge rangehen. Ja, ich habe das eben an diesen Beispielen gezeigt. Das Sortierproblem ist ein generisches Problem. Das heißt, es ist für verschiedenste Datentypen dasselbe Problem und es ist auch für verschiedenste Sortierreihenfolgen auf demselben Datentyp dasselbe Problem. Irgendwo, glaube ich, müssten Sie eigentlich in den Foliensatz finden. In dem Foliensatz zu Generics und Collections, zu Java Generics und Collections, was auch im Vorlesungsmaterial zu finden ist, dieser Vorlesungssatz, da habe ich noch ein schönes Beispiel für, dafür, wie, wie der, dass man auf ein und demselben Datentyp sinnvollerweise unterschiedliche Sortierreihenfolgen definiert. Der Datentyp ist einfach eine Klasse für Studierendenstammdaten. Da ist die Matrikelnummer drin, da ist der Nachname drin, der Vorname und alles mögliche andere. Man kann jetzt in einem Kontext, mag es sinnvoll sein, die Studierendenstammdaten nach Matrikelnummer zu sortieren. In einem anderen Kontext mag es sinnvoll sein, die Studierendenstammdaten zuerst, also nach Telefonbuchreihenfolge, zuerst Nachname lexikografisch und dann, wenn zwei Nachnamen gleich sind, Vorname lexikografisch zu sortieren. Dort in diesem Video- und Foliensatz, Video auch in der Videothek-Algorithmik, wo Sie ja auch die Vorlesungsaufzeichnungen hier und die Kurzvideos zu AOD-Themen finden, da finden Sie Implementation dieser beiden Sortierreihenfolgen und die Logik ist immer dieselbe. Es gibt ein generisches Interface im Package Java Util, das heißt Comparator. Generisch heißt, dass der Datentyp, auf den das anzuwenden ist, offen ist und ich setze hier Integer ein. Mit dem kann man Sortierreihenfolgen definieren. Ich definiere mit dieser Klassendefinition eine Sortierreihenfolge auf der vordefinierten Klasse, was in JavaLang glaube ich nicht, JavaLang Integer. Gucken wir uns vielleicht zuerst an, wie man sowas verwendet. Ich muss das ein bisschen hochziehen. Wieso habe ich jetzt den auf einmal hier wieder? Den wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Der. So. Moment, da fehlt noch was, genau. Gucken Sie sich erstmal an, wie das Ganze hier aussieht. Der ist nicht mitgekommen bei der Größenänderung. Ja. Ich weiß nicht, ich will jetzt die Bildschirmaufnahme hier nicht klein machen. Ich weiß nicht, was das für Effekte auf die Aufnahme hat. Lieber die Aufnahme nicht gefährden, als jetzt hier irgendwas rumspielen. So. Gut. Jetzt haben wir die Größe da unten. Hier folgendes. Sie haben irgendwo einen Sortieralgorithmus implementiert. Einen von den Algorithmen, die wir jetzt gleich sehen werden und auch im nächsten Mal noch sehen werden. Den nenne ich einfach hier meinen Sortieralgorithmus. Was braucht so ein Sortieralgorithmus? Er braucht eine Sequenz, die er sortieren will, von irgendeinem Datentyp. Schauen Sie sich das mal an, von irgendeinem Datentyp. Ich lasse es hier völlig offen in der Implementation, von welchem Datentyp das eigentlich ist, was dieser Sortieralgorithmus hier sortieren soll. Ja, derselbe Algorithmus, das ist der entscheidende Punkt. Eine Implementation, Sie schreiben einmal eine Implementation des Algorithmus in Java und die wird dann für jeden Datentyp funktionieren, den Sie sortieren wollen. Und noch mehr, Sie lassen offen hier, nach welcher Sortierreihenfolge diese Daten sortiert werden sollen. Ja? Erst wenn der Algorithmus aufgerufen wird, geben Sie durch das, was Sie hier
als zweites Argument übergeben an, in welcher Sortierreihenfolge das sein soll. Bei dem Beispiel eben, was Sie in den im Foliensatz und in dem Video zu Generics und Collections finden, in der Videothek Algorithmik und in Moodle im Vorlesungsmaterial der Foliensatz. Wie gesagt, ein Beispiel dafür, wenn der Datensatz eine Klasse ist für Studierendenstammdaten, dann können Sie da ein Objekt reinpacken von einer Comparator-implementierenden Klasse, wo diese Sortierung, wo der Vergleich zweier Elemente geht nach Nachname und dann Vorname lexikografisch. Und Sie können in einer anderen Situation ein anderes Objekt von einer anderen implementierenden Klasse reinstecken, wo der Vergleich nach Matrikelnummern geht. So, und wenn Sie jetzt eine Collection einrichten, so eine zu sortierende Sequenz, dann können Sie den Sortieralgorithmus aufrufen mit dieser Collection und mit einem Objekt von dem Comparator-Typ, der den Vergleich, den Sie erreichen wollen, tatsächlich ausführt. So, und jetzt gucken wir uns diese Implementation an. Ich habe hier etwas einfallslos, nenne ich das meinen Integer-Comparator. Und das Interface Comparator in Java Util hat eine zu implementierende Methode, die heißt compare. Die bekommt zwei Argumente von diesem generischen Typ und liefert minus 1, plus 1 oder 0 zurück. Sie liefert, ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch rum mache. Also wenn das eine Argument größer ist als das andere Argument, wird plus 1 zurückgeliefert. Wenn das andere Argument größer ist als das erstgenannte Argument, dann wird minus 1 zurückgeliefert. Und wenn beide gleich sind, dann wird 0 zurückgeliefert. Bei der Klasse Integer müssen Sie erst mit int_value die beiden gespeicherten int_werte rausholen, die Sie dann vergleichen können. Und Sie folgen der Logik von Compare, wenn die eine Vergleichsrichtung passt, dann wird minus 1 zurückgeliefert, wenn die andere Vergleichsrichtung passt, dann wird plus 1 zurückgeliefert und wenn beide nicht passen, dann sind beide gleich groß, dann wird 0 zurückgeliefert. Wenn Sie hier das Kleine und das Größere umdrehen, erhalten Sie die Werte sortiert in umgekehrter Reihenfolge. Lassen Sie das erst einmal sacken. Versuchen Sie das in Verbindung zu bringen mit dem, was Sie aus der FOP über Java gesehen haben. Ich werde, denke ich, da das ein oder andere Mal darauf zu sprechen kommen, wenn es nämlich um die Vergleiche geht. So, jetzt kommen wir aber endgültig wieder zu den hübschen, bunten Bildern. Unser erster kleiner Sortieralgorithmus heißt Selection Sort, finden Sie auch in Nabla. Funktioniert ganz einfach, so einfach, dass ich Ihnen das jetzt einfach so hier zeigen kann, wie der funktioniert. Das sind zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Wir speichern uns zwei Indizes immer. Das bei M wie Max ist das wie Maximum, ist das größte bisher gesehene, der größte bisher gesehene Wert und J geht voran und schaut sich so nach und nach alle Werte an. Was das I bedeutet, sehen wir dann gleich. Ich denke, aus den Bildern, wie sich J und M und I verändern und aus den Farbigkeiten und meinen Erklärungen dazu wird sich das ergeben. So, wir wollen mit M immer, also mit J gehen wir voran und mit M schleppt sich hinterher, steht immer auf dem größten Wert, den wir bis dahin gesehen haben. So, J, der Wert hier, 2, ist nicht größer als 4, also bleibt M auf dem ersten initialen Wert. 1 ist auch nicht größer als 4, also bleibt M auf dem Wert 4, auf dem ersten Index. 3 ist nicht größer als 4,
3 ist nicht größer als 4, aber 7 ist größer als 4. So, jetzt steht hier zum ersten Mal true. Und damit zeigt M jetzt auf die 7. J geht dann wieder weiter. 4 ist nicht größer als 7. 2 ist nicht größer als 7. Jetzt ist J einmal durchgegangen und M ist so nachgehüpft, ist auf der 7 stehen geblieben, weil wir keinen größeren Wert als die 7 gesehen haben. J steht jetzt hier, M steht jetzt hier. Und was wir jetzt machen, ist die 7 mit dem, was hier an dieser Stelle steht, vertauschen. Ja? Die 7 steht jetzt hier und was hier vorher stand, die 2, steht da, wo die 4 vorher stand. Entschuldigung, die 7 vorher stand. Und jetzt machen wir das selber von vorne. Sie sehen zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Wir sind jetzt einmal durch die innere Schleife durchgegangen. Jetzt gehen wir das nächste Mal durch die innere Schleife durch. Und Sie sehen, I ist um 1 vorangegangen. I war vorher hier auf dem Index, ist jetzt auf dem vorletzten Index. Warum? Weil der letzte Index aus dem Spiel ist. Am letzten Index haben wir das größte Element gefunden, was in der Sequenz drin ist, haben es dahin getauscht. Und damit brauchen wir uns diesen ausgegrauten Index und die 7, die dort steht, nie wieder anschauen. Jetzt machen wir dasselbe Spielchen nochmal, nur ohne diese 7 da hinten, nur ohne den letzten Index. So, die 2 ist nicht kleiner als die 4, die 1 ist nicht kleiner, die 1 nicht größer, 3 nicht größer, 3 nicht größer, 2 nicht größer, 4 nicht größer, ob jetzt die 4 mit der 4 vertauscht wird oder ob keine Vertauschung stattfindet, das ist ein Implementationsdetail, was nicht den Kern des Algorithmus berührt. So, wir haben gesehen, 4 ist der größte Wert, den wir hier auf unserer Suche gesehen haben. Die 4 bleibt hier stehen, ausgegraut, auch aus dem Spiel. Hier, I ist immer der letzte Index, der noch im Spiel ist. So, die 2 ist nicht größer als die 4, die 1 ist nicht größer, 3 nicht größer, 3 nicht größer, 2 nicht größer. Die 4 ist der größte Wert, deshalb ist die M, den wir hier gesehen haben, deshalb ist das M hier drauf geblieben. 4 wird mit der 2, die hier vor ist, vertauscht. Und das Spielchen geht wieder los. Die 2 ist nicht größer als die 2, die 1 ist nicht größer als die 2, die 3 ist größer als die 2, das heißt, M wird jetzt auf diesen Index gesetzt, wo wir die 3 gefunden haben. Die 3 ist nicht größer als die 3, also bleibt es bei der 3. Ein weiterer ausgegrauter Index und das I ist wieder um 1 nach vorne gegangen. Und wir machen dasselbe wieder nochmal. Es wird immer kürzer. Die 2 ist nicht größer als die 2, die 1 ist nicht größer als die 2, die 3 ist größer als die 3, aber da sind wir dann schon am Ende und können wieder von vorne anfangen. Und Sie sehen, jetzt passiert nicht. Ah ja, das ist vielleicht nochmal der Punkt. Die 2 ist größer als die 1. Also werden die beiden vertauscht. Und jetzt müssen nur noch die beiden geschaut werden. Und damit sind wir am Ende. Und das ist der ganze Algorithmus. Die Sequenz ist sortiert. Schauen wir das als Code, als Java-Code an. Ich bin noch am Kämpfen, wie Sie sehen. Den brauchen wir auch nicht mehr. So, schauen wir uns den Java-Code an. Wieder etwas vergrößert. Also der ganze Code ist nur das da oben. Mehr ist das nicht. Alles andere, wie Sie sehen, sind Kommentare. Wir haben eine äußere Schleife. Die innere Schleife wird hier nur angedeutet, denn was wir da tatsächlich suchen, ist den Index, wo das in dem noch nicht ausgegrauten Bereich, wo das kleinste Element ist, der maximale Wert ist, in dem noch nicht ausgegrauten Bereich. Und das, was an dieser Wert, dieser größte Wert, wird mit dem Wert vertauscht, der an dieser Stelle steht, wo jetzt der nächste größere Wert hinkommt, was angegeben ist durch den Index E. Das ist der ganze Algorithmus, wobei ich mir hier die künstlerische Freiheit genommen habe, eben die innere Schleife nicht vollständig auszuformulieren.
Gut, das ist der erste Algorithmus. Kommen wir zum zweiten Algorithmus. Der ist im Prinzip genauso einfach. Funktioniert nur ein ganz kleines bisschen anders. Was wir hier machen, ist, dass das größte Element nicht immer mit dem Index m gemerkt so hinterherhinkt. Also, dass wir nicht das größte Element finden und dann hinterher tauschen, sondern wir schleppen das größte Element immer mit. Die 4 ist größer als die 2, also schleppen wir die 4 mit. Die 4 ist größer als die 1, also schleppen wir die 4 mit. Die 4 ist größer als die 3, also schleppen wir die 4 weiter voran. Die 4 ist größer als die 3, also die 4 weiter voran. Die 4 ist nicht größer als die 7, also schleppen wir die 4 nicht mehr mit, sondern wir bleiben bei der, wir nehmen jetzt die 7 Maß. Die 7 ist größer als die 4, also schleppen wir die 7 mit. Die 7 ist größer als die 2. Also haben wir die 7 bis dahin mitgeschleppt. Ja, wir haben angefangen, die 4 mitzuschleppen und dann sind wir irgendwann zu 7 gekommen und von da an haben wir die 4 fallen gelassen und schleppen die 7 mit. Und das ist ja auch dann am Ende richtig. Dann sind wir am Ende angekommen. Das i wird wieder um 1 reduziert. Das ist ja ausgegraut. Das ist nicht mehr im Spiel. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Die 2 ist größer als die 1, also schleppen wir die 1 mit. Die 2 ist nicht größer als die 3, also schleppen wir jetzt die 3 mit. Die 3 ist nicht größer als die 3, gut. Die 3 ist nicht größer als die 4. Die 4 ist nicht größer als die 4. Aber die 4 ist größer als die 2, also schleppen wir die 4 mit und sind schon wieder am Ende. 1 ist nicht größer als die 2, 2 ist nicht größer als die 3, 3 ist nicht größer als die 4, 4 ist nicht größer, 4 ist größer als die 2, also die 4 hingeschleppt. Und so weiter und so fort, nach immer derselben Logik. Fluppdiwupp, bis zum bitteren, süßen Ende. Hier habe ich jetzt, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich den Code ausformuliert, den Java-Code ausformuliert, was Ihnen auch die Blaupause gibt für Selection Sort, was wir eben hatten. Nee, nicht Darstellung. Nein. Ja, ist denn das? Was hier so alles weltöffentlich für die Nachwelt zu sehen sein wird, ist schon ein wenig peinlich für den Weihe, ne? Stehe ich drüber. Bisher. Wer weiß, was noch passiert. Das gibt Ihnen auch die Blaupause für den Selection Sort Algorithmus. Sie können das 1 zu 1 übertragen. Wenn Sie sich die Frage stellen, jetzt habe ich eben beim Selection Sort die innere Schleife mit dem Vertauschen und so weiter nicht ausformuliert in Java. Wenn Sie sich die Frage stellen, ja, wie formuliert man das aus? Im Grunde durch einen sehr einfachen Transfer von diesem Stück Code hier. So, die äußere Schleife. Und die innere Schleife. Wir gehen da immer durch und testen jeweils, ob die beiden benachbarten, ob die so rum oder so rum zu vergleichen sind. Also ob beim vorhergehenden Index das größere Element ist. Wenn ja, vertauschen wir die beiden mit einem Muster, das Ihnen bekannt vorkommen sollte. Vertauschen heißt, wir speichern den einen zu vertauschenden Wert in einer temporären Variable, überschreiben den dann mit dem anderen zu vertauschenden Wert und nachdem dieser Wert gerettet wurde, können wir den überschreiben durch das, was in der temporären Variable steht. So kann man immer zwei Werte miteinander vertauschen durch Einsatz einer temporären Variable, wo man einen der beiden Werte zwischenspeichert, dann kopieren und von woher kopiert wurde, da kann man dann den Wert der temporären Variablen wieder hineinspeichern. Das ist genau der Punkt, wenn im vorhergehenden Index der größere Wert steht, dass wir den dann weiter vorannehmen. Mitschleppen durch Vertauschen. Ich sollte vielleicht noch sagen, warum das Ding Bubble Sort heißt.
Das heißt deshalb Bubble Sort, weil man sich vorstellt, die Zahlen, also stellen Sie sich vor, das Ganze um 90 Grad gedreht, sodass das rechte Ende jetzt das obere Ende wird und die Vorstellung dahinter ist, dass die Zahlen so wie Luftblasen aufsteigen in dieser Säule. Also es ist nicht meine Intuition, die da herkommt, sondern die Intuition von den Leuten, die sich das so überlegt haben. So, einen letzten Algorithmus möchte ich Ihnen noch erst einmal ansatzweise vorstellen. Da werden wir noch nicht vollständig mit zugange sein, mit fertig sein in den letzten 5 Minuten. Ein Algorithmus, der besser ist. In welchem Sinne besser? Darauf werde ich dann beim nächsten Mal nochmal genauer zu sprechen kommen. Hier nur kurz andeutungsweise. Diese zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben 1 Milliarde Elemente in sich zu sortieren. Und Sie stellen sich vor, die innere Vorschleife geht ja auch im Durchschnitt 500 Millionen Mal durch. Im Durchschnitt. Erstes Mal 1 Milliarde Elemente, am Ende nur noch ein oder zwei Elemente, aber im Durchschnitt 500 Millionen Mal. Das heißt, der Laufzeitaufwand ist proportional zu 1 Milliarde mal 500 Millionen. Also, das wird eine ziemlich lange Kaffeepause, bis Sie wieder zurückkommen können an den Rechnern und das Ergebnis dann in Augenschein nehmen können. Also gibt es gute Gründe dafür, sich andere Algorithmen zu überlegen, die ein besseres Laufzeitverhalten haben. Und da ist Merge Sort unser erster Kandidat. So, ich betrachte hier eine Sequenz der Länge 8. Zweierpotenz macht es einfacher zu verstehen, aber es muss keine Zweierpotenz sein. Das Erste, was ich mache, ist, dass ich irgendwie in irgendeiner beliebigen Art und Weise diese Sequenz zerlege in zwei möglichst gleich große Sequenzen. Bei einer geraden Zahl, so wie hier, heißt es genau gleich groß. Bei einer ungeraden Zahl heißt es, eine der beiden Sequenzen hat ein Element mehr als die andere Sequenz. Also das würde man jetzt mit Arrays sicherlich nicht implementieren. Das würde man sicherlich eher zum Beispiel mit verzweigerten Listenstrukturen, die wir hier betrachtet haben, implementieren, weil man da kein Problem hat, so eine Liste in zwei Listen zu zerteilen. Muss nicht so sein, dass hier die ersten 4 Elemente sind und da die zweiten 4 Elemente. Könnte auch zum Beispiel sein, jedes zweite Element kommt in die eine Liste und die anderen Elemente kommen in die andere Liste. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, alle Elemente sind in genau einer der beiden Listen drin und die beiden Listen sind möglichst gleich lang. So, der Gag an der Sache ist jetzt Rekursion. Und das Ganze läuft so ab, dass wir auf diese Liste rekursiv Merge Sort anwenden, wenn diese Liste mehr als ein Element enthält. Ja, wenn sie nur noch ein Element enthält, ja, eine einelementige Liste ist natürlich sortiert. Da brauchen wir nichts mehr rekursiv anzuwenden. Das ist der Rekursionsanker. Wenn die Liste nur noch einelementig geworden ist, dann passiert nichts mehr. Da wird nichts mehr rekursiv aufgerufen, da passiert gar nichts. Eine einelementige Menge ist sortiert, auch wenn wir nichts dafür tun, dass sie sortiert ist. So, hierauf wenden wir Merge Sort an. Rekursiv, denselben Algorithmus wieder, in dem wir gerade sind. Ja? Also nochmal zurück. Merge Sort bekommt diese Sequenz, zerlegt die Sequenz in zwei Teile und ruft sich selber rekursiv mit der ersten Sequenz auf. Und diese erste Sequenz ist sortiert. Das ist das Wesen der Rekursion, was vielen Leuten schwerfällt, die sich mit Rekursion schwer tun. Einfach, die Frage stellt sich natürlich ja, was passiert denn da drin irgendwie weiter? Falsche Frage. Wir gehen, auch das wieder eine vollständige Induktion, wir gehen davon aus, als Induktionsvoraussetzung, Merge Sort funktioniert korrekt auf Sequenzen mit weniger als 8 Elementen. Also zum Beispiel 4 Elemente. Ja? Das heißt also, wenn wir Merge Sort aufrufen, dann gehen wir nach Induktionsvoraussetzung davon aus, Merge Sort funktioniert da korrekt.
sortiert das korrekt. Zweites Merge Sort. Zweite Sequenz, da rufen wir auch wieder Merge Sort auf rekursiv. Und ist wieder sortiert. Ja, es ist merkwürdig, wenn das nicht derselbe Algorithmus Merge Sort wäre, sondern wenn es irgendeine Systemroutine wäre, System Out Print zum Ausdrucken oder irgendetwas, dann hat niemand, so wie ich das sehe, Schwierigkeiten, das als eine Blackbox zu sehen. System Out Print soll das und das tun, darauf verlassen wir uns, wir rufen das auf, das ist eine Blackbox, was da drin passiert, interessiert uns nicht. Aber bei Rekursion, wenn es darum geht, dass ein Algorithmus, dass eine Methode namens Merge Sort sich selber aufruft mit einer anderen Sequenz, ja, das ist die Sequenz, mit der unser Aufruf von Merge Sort gerade aufgerufen wird, und das ist eine andere Sequenz, mit der rekursiv Merge Sort aufgerufen wird, dann versucht doch der Mensch irgendwie, wenn er sich noch nicht so daran gewöhnt hat, immer dran zu denken, ja, wie geht denn das weiter? Das wird immer weiter verästelt und so weiter und so fort. Versucht sich das Ganze vorzustellen. Davon sollte man besser wegkommen. Man sollte wirklich die Sicht, die ich hier versuche zu vermitteln, rufen Merge Sort auf, rekursiv, nach Induktionsvoraussetzung funktioniert Merge Sort auf diesen vierelementigen Teillisten. Das heißt, das Ergebnis ist sortiert und Schluss, aus, Ende, fertig. Zu dieser Sichtweise zu kommen. Bei einfachen Algorithmen, so wie hier, ist es nicht so schlimm, wenn Sie nicht zu dieser Sichtweise kommen. Aber bei komplexeren Situationen wird es sehr, sehr schwierig, wenn Sie jetzt versuchen, sich intuitiv vorzustellen, naja, das wird dann wieder weiter zerlegt und wieder weiter zerlegt und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir immerhin schon einen großen Schritt erreicht, einfach durch rekursiven Aufruf hin in Richtung Sortierung. Wir haben zwei sortierte Teillisten. Wir müssen jetzt noch eine sortierte Gesamtliste hinkriegen. Wie geht das? Eine Methode namens Merge, die Ihnen auch im Nabla-Testat wieder begegnen wird, ich glaube schon ab nächster Woche. Und hier sehen Sie die Methode anhand eines einfachen Beispiels. Das machen wir noch schnell durch, auch im Hinblick darauf, dass eben die Methode Merge in der nächsten Woche von Bedeutung sein wird im Übungsbetrieb. So, was wir haben, sind zwei Indizes, die wir hier folge ich dem Wiki, bei 0 initialisieren, und wir gucken uns immer den nächsten nach diesem Index an, vergleichen die beiden. Hier steht eine 1 und hier steht eine 2. Die 1 gewinnt, die 1 ist kleiner als die 2, also schreiben wir die 1 nach hier unten, und weil die 1 erledigt ist, setzen wir I1 um 1 nach vorne. Ja? Diese 1 ist erledigt. Jetzt vergleichen wir diese 1 mit dieser 2. Die 1 gewinnt wieder. Schreiben hin. Ist diese 1 erledigt? Jetzt vergleichen wir die 3 mit der 2. Die 2 gewinnt diesmal. Das heißt, die 2 wird hier runtergeschrieben. Die 3 bleibt noch hier. Also runtergeschrieben heißt natürlich kopiert. Nicht? Die 2 wird hier hingeschrieben und damit wird dieser Index um 1 vorgesetzt. Ja? Die 3 und die 3, einer von beiden gewinnt, das ist ein Implementationsdetail, welcher von den beiden in diesem Fall gewinnt. Ich habe mich entschieden, das Implementationsdetail so zu setzen, dass in dem Fall die zweite Sequenz gewinnt. So, jetzt wird hier die 3 mit der 5 verglichen. Weil ja I2 um 1 vorwärts gegangen ist, der Index, wird die 3 mit der 5 verglichen. Die 3 gewinnt, also wird sie runtergeschrieben. Die 4 mit der 5 verglichen. Die 4 gewinnt. 4 gewinnt, hatte ich am ersten Vorlesung gesagt. Die 4 gewinnt nicht, sie erinnern sich. Aber die Semantik ist hier von Gewinn natürlich eine andere. Die 4 gewinnt gegen die 5, also in dem Sinne stimmt es natürlich auch bei Noten, die 4 gewinnt gegen die 5. So, und damit sind wir über diese Sequenz hinübergelaufen. Ja, alle Elemente hier draus sind durchgelaufen. Hier sind noch zwei Elemente übrig. Die schreiben wir einfach, nachdem wir zu der Situation gekommen ist, dass die eine Sequenz vollständig durchgearbeitet wurde, die andere noch nicht, schreiben wir alle noch fehlenden einfach in der Reihenfolge hinten ran. Und wie durch Zauberhand ist die gesamte Sequenz sortiert. Was heißt, wie durch Zauberhand, ist es ganz logisch, weil wir ja immer, wenn wir irgendeine Situation zwischendurch anschauen,
alles, was bis hier, was vorher, vor dem gelben und dem grünen Wert sind, alles, was vorher war, ist Induktionsvoraussetzung, ja, Invariante, ist schon hier runtergeschrieben worden in der richtigen Reihenfolge. Jetzt vergleichen wir die 3 und die 5 und dadurch, dass wir den kleineren von beiden nehmen, bleibt die Invariante erfüllt. Alles, was links, alles, was bis I1 und bis I2 links davon ist, ist schon hier runtergeschrieben worden und in der richtigen Reihenfolge. Das ist die Invariante. Und am Ende ist die Invariante, diese Invariante identisch mit der Aussage, dass alle Zeichen runtergeschrieben worden sind und zwar in der richtigen Reihenfolge sind. Kein Hexenwerk. So, damit bin ich für heute durch. Wir sehen uns dann am Dienstag wieder und ich drücken Sie mir die Daumen, dass es mit der Aufnahme jetzt nichts mehr passiert.